heute Abend möchte ich gerne auf dem Molko einen ganz besonderen Künstler vorstellen. Den habe ich selber vor ungefähr 2 Jahren in Frankfurt kennengelernt und war von seiner Kunst und auch seiner Persönlichkeit fasziniert. Ich war sehr überrascht über das Projekt, aber ich habe mich auch gefreut. Es ist nämlich vor 2 Monaten auch ein Skulpturenpark in München am Olympiagelände eröffnet worden. Und da war ich sehr überrascht, dass hier in Heidelberg etwas Ähnliches entsteht, was natürlich sehr schön ist. Der Hintergrund ist, dass ich eigentlich kein Bildhauer bin, sondern Maler. Und dass ich über viele Jahre Bilder gemalt habe, in denen diese schwarzen Schatten, die etwas mit Licht zu tun haben. Ich arbeite sowohl im Mittelmeerraum als auch in der Karibik, wo es immer sehr starke Schlagschatten gibt. Und eines Tages habe ich gesagt, jetzt nehme ich diesen Schatten mal raus und mache ihn plastisch. Ich habe vor circa 10 Jahren angefangen, aus Cortenstahl diese Schatten zu schneiden, die wiederum Schatten werfen, nicht wahr, wenn sie entsprechend im Licht stehen. Ja, wir sehen hier verschiedene Leihgaben, die sozusagen diese Ausstellung ergänzen, damit man auch einen Eindruck hat, wo kommt das her, wie sieht die Malerei aus. Und das finde ich auch sehr wichtig, so wie ich eben schon gesagt habe, bin ich in erster Linie Maler. Ja, ich meine, jeder Künstler hat natürlich den Punkt, wo er seinen Ausdruck am besten findet. Und für mich ist das Gleichnis für das Leben die Frau. Und deshalb, dass dieses allegorische Beispiel, das in immer wandelnden Formen sich durch mein ganzes Werk zieht. Die Skulpturen haben mich sehr stark beeindruckt und ich finde, dass die auch auf diesem Gelände mit Panoramablick eigentlich ganz schön zur Geltung kommen. Ja.